Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir bauen heute eine coole Verpackung. Ihr seht die schon mal hier in zwei unterschiedlichen Designs als Beispiel. Und zwar haben wir diese Verpackung unter anderem bei unserem Live-Team-Treffen der Bastelwerkstattbande gemacht, das jetzt im März stattgefunden hat. Also wenn ihr das Video seht, ist es schon vorbei. Aber für alle Teammitglieder, die nicht dabei waren, nicht dabei sein konnten, gibt es hier natürlich die Anleitung, damit ihr das auch basteln könnt, wenn ihr wollt. Und natürlich für alle Zuschauer, die Lust haben auf so eine coole Verpackung oder gerade auf der Suche sind. Diese Verpackung ist von den Maßen her, also hat jetzt hier in der Breite 9,5. Hier im unteren Bereich ist sie 4 cm und von der Höhe hat sie ungefähr 11,5 cm. Und hier nach oben wird sie ein bisschen schmaler, damit ihr ungefähr wisst, was ihr da vielleicht einbauen könnt. Und die ist hier ganz schön verschlossen mit so einem schicken Band. Und dann kann man die hier oben so aufklappen und kriegt da schon ein bisschen was unter. Man könnte ja auch wunderschön als Gutscheinverpackung nutzen oder so. Also man braucht ja immer mal wieder eine schöne Verpackung für eine Kleinigkeit. Das wollte ich mal testen. Wenn ich einen Tombow da reinstelle, den könnte ich da ganz gut verpacken. Also ein bisschen Dulz hier, aber so von der Größe habt ihr vielleicht einen Vergleich. Kriegt man locker zwei nebeneinander und hat nur hier oben dann so ein kleines bisschen eine leichte Beule. Aber das geht noch. Also den könntet ihr von der Größe her verpacken. Irgendwas, was in der Größe wäre. Und ihr könnt es natürlich oben auch noch ein bisschen, wenn ihr hier nochmal eine Falzlinie einfügen würdet, dann könntet ihr das auch so verpacken, dass man das hier dann oben auch breiter hat. Das wäre natürlich auch eine Alternative dafür. Genau, also ihr seht jetzt hier so ein bisschen mit den Muscheln und Punkten, frühlingshaft, frisch vom Design her und hier nochmal ein bisschen vielleicht eher Vintage gehalten. Könnt ihr mal schauen, was euch besser gefällt. Und wir machen heute nochmal eine Alternative dazu. Ein Material habe ich jetzt für das heutige Video, benutze ich das Designerpapier Tintenkunst. Ich brauche ein bisschen Grundweiß für die Deko, einfach ein Reststück und meine Hauptverpackung wird farngrün, hat diese Bestellnummer. Falls ihr die Bestellnummern braucht, könnt ihr immer Pause klicken. Ich habe noch ein Band, das zeige ich euch nachher. Und ansonsten habe ich mir schon alles zugeschnitten. Als Grundkarton, wie gesagt, das Farngrün. Das hat das Maß 28,5 x 21 cm. Also ihr lasst es in der Breite und kürzt es in der Länge ein kleines bisschen. Und dann habe ich einen Designerpapierstreifen, den habe ich mir auf 9 cm, also 30,5 lasst ihr einfach, schneidet den auf 9 cm und dann bekommt ihr diese ganzen Teile aus einem Streifen raus. Also ihr habt dann noch ziemlich viel vom Designerpapier übrig. Und zwar braucht ihr da zwei große mit dem Maß 9 x 11 cm, eines mit 9 x 5 cm und der Rest, das ist der hier, 9 x 3,5 cm. Und das ist alles, was wir für unsere Verpackung brauchen. Ich fange jetzt an der langen Seite, die lege ich mir ein und falze die erste Linie bei 4 cm. Die nächste bei 13,5 cm. Dann bei 17,5 cm. Das lege ich mir immer hier oben an und falze dann. Bei 27 cm. Das ist jetzt nur noch so eine schmale Streifen hier rechts. Das ist dann die Klebelasche. Ich gehe ein kleines bisschen raus mit der Kamera, dass ihr so das ganze Bild drauf habt. Und jetzt kommt noch so eine kleine Besonderheit. Also wenn ihr hier in eurem Papierfalter schon diese Zentimeter, Zentimeter-Einheit habt, hier dieses Element, kann man dazu bestellen als Zentimeter, dann könnt ihr das gleich so mitmachen wie ich jetzt. Und wenn nicht, dann müsstet ihr euch eine Markierung setzen mit einem Punkt, dass ihr wisst, wie weit ihr die nächsten zwei Falzlinien machen könnt. Denn die machen wir nur bis 14,5 cm. Und zwar einmal bei 2 cm. Das heißt, ich lege es mir hier bei 2 cm an. Und falze mir das Ganze jetzt wirklich nur bis hier 14,5 cm runter. Also ungefähr so. 14,5. Nicht ganz runter, sondern nur bis 14,5 und schiebe mir das Ganze nochmal durch bis 15,5 hier oben bei 15,5 anlegen und mache es genauso wieder von 14,5 bis 0, also bis runter zu 14,5 cm. Jetzt sieht euer Papier so aus, dass ihr hier zwei Bereiche habt
wo diese Falzlinien, ich hoffe, man kann sie erkennen, nicht ganz runter gehen. Ich sage euch noch mal kurz die Maße oder halte sie euch mal hier ins Bild, dann könnt ihr das genau sehen. Ihr faltet die lange Seite einmal bei 4, bei 13,5, bei 17,5 und bei 27 cm ganz normal und zusätzlich bei 2 und 15,5 cm nur bis 14,5 cm. Falls ihr diese Einheit hier nicht habt, macht ihr einfach eine Markierung hin, damit ihr wisst, in diesem Bereich darf ich nicht länger falzen als 14,5. Genau, und jetzt falze ich mir die kurze Seite noch. Und da achte ich nur darauf, dass meine Klebelasche jetzt, also dieser schmale, der bis runter geht, aber schmal ist, hier. Oh Mann, ich glaube, man sieht es schlecht in der Kamera. Diese Falzlinie, die so schmal ist, an der kurzen Seite liegt oben. Und hier falze ich mir jetzt nochmal bei 5,5 cm. Und dann noch bei 17 cm. Und das ist auch schon alles. Jetzt habe ich hier alle Falzlinien. Die gehe ich jetzt mal nach, dann seht ihr die auch ein bisschen besser. Ich falze mir jetzt hier alle, die ich ganz bis runter gefalten habe, sozusagen, falze ich mir nach. Sieht man das einfach viel besser. Wir haben hier die schmale Falzlinie, dann haben wir so einen großen Bereich, dann haben wir diesen schmalen, wo wir diesen Bereich haben, wo wir nicht ganz runtergegangen sind. Und dann nochmal so einen breiten Bereich und nochmal einen schmalen. Das ist so die typische Anordnung für eine Tüte eigentlich. Ich hoffe, dass er jetzt scharf stellt. Weil jetzt machen wir uns noch eine kleine Verbindung zwischen diesen Linien, die wir nicht bis ganz runter gemacht haben, und diesen Ecken hier. Da machen wir uns so ein Dreieck rein. Ich zeige euch das mal an meiner Musterkarte. Hier sieht man das vielleicht besser. Ich falze mir jetzt hier von dieser Verlängerung, baue mir jetzt eine Verlängerung von dieser Kante, wo wir nicht ganz runtergegangen sind, bis hier runter. Und das mache ich bei beiden Bereichen. Da schnappe ich mir einfach ein Lineal. Ich habe jetzt gerade bloß das da, glaube ich. Oder habe ich noch ein dickeres? Ah ja, hier ist mein dickes. Dann nehme ich mir einfach einen Papierfalter und verbinde mir diese beiden Punkte hier bis zu den Ecken. Einmal in diesem Bereich. Leider sieht man das wirklich schlecht. Und einmal noch in diesem schmalen anderen Bereich. Also es ist immer in diesen beiden schmalen Bereichen. Das sind nämlich dann unsere Seitentaschen von unserer Tüte oder von unserer Verpackung. Genau. Und diese beiden, die nicht ganz bis runter ging, die mache ich so von hinten, drücke ich da ein bisschen vor. Seht ihr das? Also ich drücke mir das vorne ein bisschen entgegen und drücke mir die so ein bisschen nach vorne. Und so mache ich es auch bei diesen kleinen Dreiecken hier unten. Das drücke ich auch von hinten so ein bisschen nach vorne, dass es ein bisschen weiß, in welche Richtung es gehen soll, das Papier. Bei der anderen mache ich es genauso. Ihr könnt es mit einem Papierfalter machen, aber müsst es nicht unbedingt. Ein bisschen die Form vorgeben ist immer ganz gut und der Rest ist dann nachher beim Zusammenbauen der Box. Genau, so sieht das Ganze jetzt aus und jetzt schneiden wir uns das Papier so, wie das Muster eben ist, zu. Wichtig ist jetzt wieder nur zu beachten, dieser schmale Streifen, das ist die Klebelasche, die liegt rechts und hier unten ist sozusagen mein Boden. Mit dem fange ich jetzt an. Ich gehe jetzt mal hier in der äußeren Ecke, starte ich. Ich schneide mir hier so ein kleines Dreieck weg. Und dann bei der nächsten Falzlinie schneide ich mir wieder so ein kleines Dreieck hier raus. Immer rechts und links von der Falzlinie, minimal. Das sind dann diese Bodenlaschen nachher. Und hier diese kleine Ecke hier unten, dieses Viereck, das schneide ich mir komplett raus, weil das ist hier die Klebelasche an der Seite. Die kürze ich mir, schräge ich mir hier so schräg ab. Und das mache ich auch hier oben an der Deckellasche, dass ich mir hier das schräg abschräge, und diesen oberen Bereich komplett rausnehme.
Und Achtung, hier muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, das ist jetzt nachher unser Deckel. Das schön gerade runterschneiden. Und eben hier auch schön gerade runterschneiden, auf der anderen Seite der Deckellasche. Dann sieht das Ganze so aus. Und wenn ich mir das jetzt mal hier vorklappe, seht ihr, diesen ganzen oberen Bereich müssen wir auch noch wegschneiden. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt mache ich mir auf meine rechte Seite ein bisschen Abrissklebeband hin. Da passen zwei Bahnen ganz gut nebeneinander. Dann hebt die Box ganz sicher gut zu. Und jetzt drehe ich mir das Ganze einmal um, so rum, und klappe mir diesen großen Teil hier einfach ein. Ziehe mir diese Schutzfolie ab von meinem Abreißklebepapier, Abreißklebestreifen. Und klappe mir jetzt nur diese kleine Lasche. Aber wenn euch ein bisschen was da raussteht, könnt ihr das einfach noch hochbiegen, dass wirklich nur da der Kleber ist, wo er hin soll. Und jetzt klappe ich mir einfach diese kleine Lasche einmal schön um und habe meine Box somit fertig. Also fast fertig, aber man sieht jetzt schon ganz gut diese Grundbox. Und jetzt drücke ich mir an der Seite, eigentlich geht das schon fast von alleine, wenn ich hier ein bisschen drauf drücke und mit meinem Zeigefinger in die Mitte gehe, falte ich das noch ein bisschen so nach, dass die Box weiß, wo sie hin muss. Und kann hier schon mal ganz gut die Lasche einmal oben drüber kleben, drüber halten, probeweise. Drehe mir das Ganze jetzt um, sodass es auf dem Boden steht, klappe meine zwei Seitenlaschen ein, mache mir da ein bisschen Flüssigkleber drauf, wenn einer rauskommt. So. Dann klappe ich mir dieses Rückteil, wo jetzt bei mir vorne ist, aber nachher die Rückseite ist, nach vorne, mache da noch ein bisschen Kleber drauf. Ich finde, mit Flüssigkleber geht es immer am leichtesten, weil da könnt ihr noch ein bisschen ruckeln. Und dann diese vordere Lasche nach hinten und habe dann hier einen schönen Boden und hier eine schöne Kante. Und so verschließt man das Ganze dann. Das ist schon mal meine Grundbox. Ich kann jetzt noch innen reingehen und kurz diese Laschen andrücken. Und dann ist die Box ready for Design. Sagt man das so? Für das Designerpapier auf jeden Fall. Genau. Und das mache ich jetzt auch gleich mit Flüssigkleber. Also da mache ich jetzt erstmal ganz schön viel Flüssigkleber auf meine Designpapiere und dann klebe ich sie so an, wie sie kommen. Also das ist im Prinzip selbsterklärend. Einmal auf die Frontseite hier vorne. Das ist so ein schönes Papier und es sieht so richtig farbenfroh und frühlingsfrisch aus. Auf die Rückseite das gleiche in dem großen Format. Und dann haben wir noch ein breiteres, das ist hier vorne drauf auf die Lasche zum Verschluss. Das ist witzig, weil das jetzt gleich sogar zusammenpasst hier. Das war nicht beabsichtigt, dass es gleich passt. Weil man hat ja diesen Farbverlauf im Prinzip vom Papier, das passt also immer so, wenn man es richtig drauf hinlegt. Und das schmalere ist der Boden, der kriegt auch noch ein bisschen Designerpapier ab. Genau, so sieht meine Box gleich wunderschön bunt aus. So, und jetzt brauchen wir noch eine Kordel oder ein dünnes Band oder ein dickeres Band, also was ihr so habt. Ich habe jetzt hier, ich glaube, es heißt Ewige Eleganz. So ein, das gibt es in Gold und Silber, ist das in einer Packung. Ich habe es leider gerade nicht da, sonst hätte ich es euch zeigen. Aber das ist so eine ganz dünne, schöne Kordel. Und dieses Band hat ungefähr einen Meter von der Länge. Das wickele ich mir jetzt einfach ein paar Mal hier um meine Verpackung außenrum. Ich halte mir hier, lasse mir noch ein bisschen was übrig. So eine
dass ich danach einen schönen Knoten reinmachen kann. Und dann wickle ich mir das einfach dreimal so ein bisschen hin und her um meine Box. Ein bisschen schräg. Und mache mir hier gleich mal einen Knoten rein. Dann hebt die nämlich schön. Und man muss auch nicht unbedingt die Box dann nachher öffnen. Also das Band muss man nicht öffnen, sondern man kann das einfach zur Seite schieben und kann dann somit auch die Box schön öffnen. So, ich schiebe es mir noch ein bisschen weiter rüber. Und ich finde es eben schön, dass man das hier so ein bisschen nebeneinander liegen kann, so ein bisschen aufgefächert. Wer möchte, könnte noch ein Schleifchen machen. Ich versuche mich jetzt mal an einem, weil das Band ist noch recht lang jetzt hier. Bei den anderen Beispielen habe ich einfach einen Knoten gemacht. Aber mit dem Band kann man eigentlich schöne Schleifchen machen. Jetzt ist mir das hier noch richtig. Wobei ein Schleifchen auch immer dazu animiert, dass man das dann am Schleifchen aufmachen will, die Box. Gell? Aber das kann man dem Beschenkten oder der Beschenkten ja dann sagen, wie das Ganze aufgeht. Einfach nur zur Seite schieben und gut ist. Und jetzt machen wir nur noch ein kleines bisschen Deko drauf. Ich zoome euch mal ein bisschen näher, dass ihr das besser seht. Ich finde es cool, weil das Gold passt sehr gut zum Designerpapier. Da sind ja auch so Goldsprenkelchen drauf. Und dann wiederholt sich das nochmal schön. Und für die Deko habe ich schon ein kleines bisschen was hergerichtet. Eigentlich braucht man das gar nicht, aber ich habe es noch übrig von meinem Team-Treffen. Ich habe mir einfach aus der Stanze Briefmarke, das ist diese Stanze, ein kleines Stück in Grundweiß ausgestanzt und da stempel ich jetzt drauf. Und ich habe mir für heute das Stempelset kunstvoll koloriert ausgesucht. Da ist dieses beste Wünsche drauf, das passt irgendwie immer. Hier ist die Bestellnummer vom Stempelset, da gibt es auch noch Stanzen dazu. Ihr könntet auch das Danke nehmen, das würde auch vom Platz gut drauf passen oder das Hallo oder ihr nehmt ein anderes Stempelset. Ich nehme jetzt noch diese Blätter und die Blümchen und die Punkte dazu und gucke mal, was sich da noch so alles unterbringen lässt. Und vielleicht ein kleines Schmierpapier. Dann kann ich da loslegen. Und als Farben nehme ich jetzt Farngrün. Und ich habe noch eine alte Farbe, das ist Pfirsich pur. Auf diesem Papier ist Papaya, das habe ich aber nicht. Aber ich finde, das ist so ein ganz, ganz ähnlicher Farbton. Deswegen nehme ich das jetzt. Beste Wünsche ist, finde ich, auch immer super, wenn man noch nicht weiß, für was man das verschenkt oder für wen und zu welchem Anlass. Weil dann kann man nämlich immer noch ganz super das Ganze verschenken. Meine Blüte geht jetzt irgendwie nicht so gut an, weil ich glaube, ich hätte das mal auffüllen müssen. Aber das soll auch nur so einen ganz leichten Abdruck geben. Dann habe ich noch ein Blatt. Mal schauen, ob ich das noch unterkriege. Das hat so einen schönen... Ah, das sieht so toll aus, wenn ich das jetzt hier einmal abstempel. Und dann sind da noch so kleine Punkte. Das ist alles so ein bisschen aquarellig gestaltet. Das finde ich jetzt hier ganz schön. Die mache ich dann noch so drüber. Also ein bisschen schade ist, dass die Blume nicht gescheit angegangen ist. Das wäre jetzt schön gewesen. Ich mache da nochmal eine innen rein, weil ja das dieses aquarellige Thema hat und das passt sogar sehr gut. Das sieht sehr cool aus. Ja, und dann kann ich hier nochmal den zweiten Abdruck machen. Dann sieht das einfach wie gewollt aus, dass der erste nicht angegangen ist. Schön kaschiert. Genau. Und das war es eigentlich auch schon. Ich glaube, das reicht schon fast als Deko. Zumindest von Stempeln. Aber diese Blätter, wie schön die eigentlich sind, oder? Ich müsste das noch öfter verwenden, das Set. Das ist so toll. Das habe ich mir eigentlich wegen diesem Stempel gekauft. Das ist nämlich so passend zu diesem Designerpapier so schön und so cool. Okay, dann schnappe ich mir hier zwei Abstandsklebepads und mache mir die aber nur auf diese Seite im Hintergrund, damit man nachher einfach das Band nach rechts wegschieben kann. Also ich klebe mir das nur auf dieser Seite fest. Und was noch immer sehr schön ist, finde ich, sind so kleine Zweige und Blümchen. Und da ist die Stanze einfach super, die Zweigstanze. Da schnappe ich mir jetzt noch ein Reststück in Farngrün für den Zweig. Mal schauen, was passt denn. Dann mache ich mir jetzt mal zwei. Guck mal, wie viel ich dann brauche. Weil da habt ihr in einer Stanze gleich den Zweig. Und dazu passend auch noch eine Blüte. Ich mache mir diese Blüte mal in
Lodengrün dazu. Und was ich da eigentlich immer mache, weil ich das schöner finde, ist, wenn ich diese Blätter hier in der Mitte noch so ein bisschen falz mit meinem Falzbein, dann haben die noch mehr Tiefe und schauen noch ein bisschen cooler aus. Die kann man dann noch so ein bisschen hochbiegen, wenn man möchte. Ich finde es immer schön, wenn die noch so ein bisschen mehr Zweigmuster haben. Genau. Und die klebe ich mir jetzt einfach noch hier hinten rein. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, bevor ich mir das Etikett mit Dimensionals anklebe. Aber so, genau, so werde ich das Ganze gestalten. Ich glaube, es reicht sogar eine. Vor allem kann man es da vielleicht nicht mehr gut abschieben, das Band. Ich mache das einfach so dahinter. Das klebe ich mir jetzt einfach schnell mit zwei oder mit einem Klebepunkt fest. Mal lieber zwei, damit es auch hebt und nicht rausfällt im Nachhinein. Das spinnen wir dann dahinter. Und habe dann hier ein wunderschönes Etikett. Ich finde, es macht sich gut mit dem Dunklen noch dazu, auch wenn es jetzt im Designerpapier nicht nochmal vorkommt. Hätte man auch die Schrift so stempeln können mit beste Wünsche, dann hätte sich das nochmal wieder gefunden. Und ich finde, ihr habt jetzt hier drei coole Versionen. Verschiedene Designs und könnt euch aussuchen, was ihr zu Hause habt oder was euch am besten gefällt. Und fleißig loslegen und verschenken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, dass ihr mir den Daumen hoch gebt. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren. Drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß beim Nachwerkeln, kreativ wird das Neues und ich freue mich auf euch bis zum nächsten Mal.